Kurze Antwort auf die Frage, was ist ein Trackable, was ist ein Travel Bug? Das ist ein Travel Bug. Travel Bugs sind Spielelemente im Geocaching, die von Geocache zu Geocache wandern. Angefangen hat das Ganze im Jahr 2001. Da wurde der erste Geocaching Trackable, ein Travel Bug, in die Welt gesetzt. Und seitdem ist daraus, ich sag mal, ein Spiel im Spiel geworden. Diese Trackables gibt es heute in unglaublich vielen Formen, Varianten, Farben, Materialien und so weiter. Es gibt Unterkategorien, darauf gehe ich gleich noch ein. Was die alle eint, ist aber, dass sie eine eigene Tracking-Nummer haben. Diese Tracking-Nummern, also jeder Trackable hat genau eine Tracking-Nummer, die ist einzigartig und darüber lässt sich dieses Objekt nachverfolgen. Wenn ich also Besitzer eines solchen Objektes bin, dann kann ich über diese Nummer das Objekt aktivieren und dem Ganzen eine Beschreibung geben, eine Mission. Ich kann ihm zum Beispiel sagen oder festlegen, dieser Trackable soll einmal alle 16 Bundesländer Deutschlands bereisen. Und so können andere Geocacher losgehen, das Ding aus dem Cache entnehmen und im nächsten Geocache wieder ablegen. So ist es relativ wahrscheinlich, dass dieser Trackable seine Mission auch erfüllt. Ja, das Ganze über die Tracking-Nummer ist dann, wie gesagt, auch nachvollziehbar. Das heißt, wenn ich als Cacher so ein Ding aus einem Geocache entnehme und das in der App entsprechend logge über die Nummer, wird dieses Objekt auch meinem virtuellen Inventar zugefügt. Das heißt, andere Geocacher können sehen, dass ich den gerade bei mir habe. Wenn ich ihn dann wieder in einen Geocache reinlege und das auch entsprechend logge, dann können andere Geocacher wiederum sehen, dass der Travel Bug in einem Geocache oder in dem betreffenden Geocache drin ist. So, jetzt gibt es nicht nur Travel Bugs. Der Oberbegriff für das Ganze ist übrigens Trackable. Das kommt von Trackbarkeit, also Nachvollziehbarkeit oder Nachverfolgbarkeit besser gesagt. Diese Tracking Codes gibt es mittlerweile auf sämtlichen Objekten. Es gibt hier Autos, es gibt Lego-Steine mit Tracking Codes, es gibt Aufkleber, T-Shirts, Hundehalsbänder, Socken. Es gibt sogar Leute, die tätowieren sich einen Trackable-Code auf ihr Bein oder irgendwo anders hin am Körper. Ich glaube, bislang sind über 400 Trackable-Tattoos registriert weltweit. Ich finde es unfassbar. Eine Sonderform sind Geocoins, die zum Beispiel hier. Geocoins sind etwas hochwertiger als die üblichen Travel-Bugs. Wie der Name vermuten lässt, handelt es sich meistens um Objekte in Münzform, die auch wiederum sehr, sehr unterschiedlich gestaltet werden können. Hier habe ich mal noch ein sehr aufwendiges Exemplar. Aber das war es noch nicht. Es gibt natürlich noch mehr Sachen. In den letzten Jahren sehr berühmt geworden oder beliebt geworden sind die Geotoken. Auch diese oft mit einer Tracking-Nummer versehen. Aus Kunststoff oder Holz können die gemacht werden. Und die sind in der Produktion natürlich deutlich günstiger. Und werden sehr, sehr gern auch getauscht und discovered. Und was auch sehr beliebt geworden ist, sind die sogenannten Woodies. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen in einem Geocache, auch hier mit Tracking-Nummer. Finde ich auch eine schöne Form. Da gibt es vom Laser-Logo-Shop zum Beispiel auch sehr schöne Sammler-Displays, wo man die dann reintun kann. Ich finde, das sieht sehr, sehr schön aus. Also die Welt der Trackables ist unglaublich groß und vielfältig geworden. In meinen Augen ein Spiel im Spiel Geocaching. Ich kenne Geocacher, die haben mehr Geocoins in der Vitrine, als sie draußen Geocaches gefunden haben. Ich kann es absolut nachvollziehen, die Faszination an diesen Coins. Hier gibt es auch noch mal ein paar. Also die Formen sind unfassbar vielfältig und ich finde es richtig cool. Ja, wie ihr damit umgehen müsst mit so einem Trackable, wenn ihr einen gefunden habt, auf gar keinen Fall behalten, sondern immer entsprechend regelgerecht auch aus dem Cache grabben. Das gut loggen, auch wenn ihr ihn wieder ablegt und auf gar keinen Fall, wie es mir so oft ergangen ist, im Rucksack vergessen. Also viel Spaß mit diesen tollen Spielelementen Trackables. Wir sehen uns im nächsten Video.